Recht herzlich willkommen zur 29. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. So, wir sind am Überlegen, was wir hier machen. Wir könnten hier jetzt angreifen. Das war unsere Idee. Dafür müssten wir natürlich Floride ganz klar bekämpfen und das würde auch gleichzeitig bedeuten, dass wir auch gegen die Franzosen kämpfen müssen, weil die sind ja mit denen verbündet. Ja. Ein Heiliger aus Rom, Papst hat das verhindert. Aha, erhalte Einstabilität. Auch cool. So. Jetzt müssten wir denen den Krieg erklären. Und dann müssen wir gucken, wer würde mitmachen. Unsere Leute würden alle mitmachen. Also Bekotisch würde mitmachen. Und das wären die Gegner. Commonwealth, Picardie, Lüttich. Aber die würden wahrscheinlich nicht mit ins Krieg ziehen. Aber okay, Savoy auf gar keinen Fall. Jetzt müssen wir überlegen, ob das was uns bringt oder nicht bringt. Das Problem, was wir haben. Holland, ja, okay, das ist jetzt nicht entscheidend. Das Problem, was wir haben, ist das, dass wir da zwar gegen Floride kämpfen, aber im Endeffekt können wir da irgendwie nichts erreichen, weil wir können mit denen nicht verhandeln, sondern wir müssen immer mit den Franzosen verhandeln, weil das ja die Hauptleute sind, ne? Und das ist so ein bisschen das Problem. Aber was, wenn wir es nicht machen, dann wäre es langweilig, ne? Eben war Pekotisch noch da, doch ist noch dabei. Komm, wir erklären den Krieg und marschieren da ein. Mal gucken, dass wir das kriegen. Wir hätten natürlich erstmal vormarschieren sollen und dann den Krieg erklären. Und jetzt haben wir natürlich das gemacht, dass die den vielleicht kriegen, sozusagen, oder? Ne, es wird ja grün angezeigt für uns. So, weiter marschieren. Weiß nicht, marschieren die durch oder greifen die uns an? Die marschieren wohl durch. Okay. Gehen wir da noch hin. So, ist gerade mal 0 steht da. Und was machst du jetzt mit denen, ne? Mauern durchbrochen. Auch noch irgendwelche Engländer. Ja. Und dann müssen wir gleich Verhandlungen bestreiten. So, das hat geklappt. Jetzt machen wir erstmal hier Pause gerade und gucken, ob wir irgendwas Frieden verhandeln. Geht nicht mit denen. So sieht's aus. Ja. Das ist nämlich jetzt ein Vasall. So, wir müssten jetzt mit den Franzosen, die glaube ich hier sind, ne? Ne, da steht Neuspanien. Wir müssten mit den. Haben die denn hier irgendwas? Frankreich, da oben. Na, das machen sie, wollen sie noch erobern. Ist das hier Frankreich? Nein. Französisch-Kanada, wir müssen doch tatsächlich hier rüber und hier mit denen Frieden machen. Da können wir Frieden verhandeln. So, und da geht gar nichts. Wert des Friedens ist 0. Das war nämlich jetzt wirklich nichts Interessantes für uns. So. Provinz abtreten. Forderung senden, machen wir mal. Und da werden sie nicht drauf eingehen. Die lehnen ab. So, jetzt müssen wir nur überlegen, müssen wir dahin marschieren, definitiv.
Bedeutender Mann in unseren Reihen ist gestorben, sieht wohl nicht so aus. Aha, wir kriegen Geld von den Engländern. Auch schön. Ja, wir haben das hier, ne, besetzt. Ereignis in Portugal. Legitimität verlieren, administrative Macht wollen wir verlieren. So, und dann marschieren wir da ein und das besetzen wir dann natürlich noch. So, wer ist da unten angekommen? Keiner. So, jetzt haben wir dann Land von Frankreich auch besetzt, ne? Gut. Bringt uns aber wiederum auch nichts ein, ne? Militärbündnis, okay. Machen wir gerade Pause. Müssen wir nochmal wieder hier rüber. Und gucken, dass wir hier nochmal einen Frieden verhandeln. Und wir können da keinen Frieden verhandeln, ne? Ja, das haben wir immer noch hier. Selbst neutraler Frieden würde, ein weißer Frieden würde nicht gehen. Gut, das bedeutet, ganz einfach, müssen irgendwie weitermachen. Bis wir hier irgendwie positive Zahlen hinkriegen, ne? Weiß gar nicht, das ist aber ein Vasall von denen, also müsste das mit dem Kämpfen auch gehen. Wo gibt's denn den Bürgerkrieg in Langsang? Okay. Okay. Dann dahin. Französisch-Kanada. Da sind Truppen von Französisch-Kanada. Die müssten wir eigentlich angreifen, bevor die sich mehren, ne? Oh, unsere Kollegen sind schon leicht angeschlagen. Das sah nicht so gut aus. Okay. Ja, dann dahin. Die befreien sich gerade wieder, der Kanadier. Wir wissen, wo die 6 Armeen sind. Das sind 7. Da müssen wir sofort gegen angehen. Okay, wir haben natürlich so einen kleinen Totenkopf da dran. Das ist jetzt nicht so dolle. Die 6 hätten wir mal angreifen müssen. Ja. So, und jetzt bleibt für uns kein Friede über. Ja, da oben haben wir schon so viele Truppen gesehen, ne? Das ist schon mal schlecht. So, können wir jetzt eigentlich einen Frieden schließen in irgendeiner Form? Ich glaube nicht, ne? Ja, ist schon minus 1 sogar, sehe ich gerade. Dann war das nix. Und das hat uns jetzt nicht viel gebracht, ne? Obwohl da Aufständische sind, das ist also ganz positiv. Hat Französisch-Kanada baut jetzt auch noch Truppen. So, müssen wir zusehen, dass wir weiter hier machen. Da rein bitte. Mehr ist das. Ja, weiß ich nicht. Wir haben das sogar noch verloren, du glaubst es nicht. Das kann es nicht sein, dass wir das dann noch verlieren, ne? Gegen diese 2 Armee, du glaubst es doch nicht, oder? Minus 3% steht da unten jetzt. Wir haben wieder verloren. Das ist nicht wahr. Picardy. Speichert gerade. Die Truppen mal ausheben. Machen wir noch 2 dazu. Gut. Moral ist natürlich down, ne?
Ja, toll, Eingeborene bieten keine Unterstützung. 6 wieder verloren. Okay, das müssen wir befreien. Da oben sind noch welche von unseren Leuten. Da auch. Okay. Zusammenziehen die Truppen. Ist wichtig. Jetzt haben wir noch Rebellen überall. Noch schöner. Okay, das haben wir sofort niedergeschlagen. Und dahin. Die können wir jetzt gerade nicht ein. Okay, auch gewonnen. Die einen wir jetzt. Müssen wir befreien. Da unten sind zum Glück auch Rebellionen. So, dann mal dahin. Ja. 11 Truppen haben wir jetzt da gesammelt. Darüber. Jetzt kämpfen die da noch in unserem Land, oder was? Na, und das verlieren wir auch wieder. Oder reiben wir die jetzt endlich auf? Nö. Das kann nicht sein eigentlich, ne? Machen wir noch ein paar Truppen dazu. Das sind französische Truppen. 0,91, aber selbst die werden wir wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Okay. Ja, 5 Leute, jetzt werden sie hier noch mehr. Da kommt das erste Friedensangebot für nötig. Weißer Frieden akzeptieren wir. Weil wir haben ja auch keine Chance gegen die, ne? Wo sind unsere Truppen denn jetzt hin aufgerieben? Ja, wahrscheinlich aufgerieben, ne? Ja, das müssen wir mal gerade ein bisschen langsamer machen. Ich komme mit dem Lesen auch gar nicht nach. Okay. Jetzt kommt ein Friedensangebot. Und da verlieren wir dann wieder alles, ne? So, machen wir weg. Ja, aber was sollte da sein, ne? Es ist, ja, wir haben da sowieso keine gegen die Franzosen, keine Chance irgendwie. Keine Ahnung, warum, wieso und weshalb. Irgendwie sieht es so aus, als ob das dann doof ist, ne? Aber was hast du für Möglichkeiten? Gar keine. Du kannst einfach das Spiel nicht gegen solche großen Nationen gewinnen. Was hat man denn hier? Ja, komm, nehmen wir an. Und da auch. Okay. Flottenmoral erhöht um
So und so viel. Super. So. Jetzt können wir wieder unsere Truppen aufbauen. Die wir nicht mehr haben. So, gucken wir erstmal überhaupt durch hier. Gerade auch in der Pause. Ja, das sieht alles ganz schlecht aus. Einen schwachen Anspruch hat der. Dafür ist er ein bisschen besser, der nächste, der an der Macht kommen wird. Rivalen sind das. Feinde sind auch das. Großbritannien sind unsere Feinde. Aber die haben uns Geld gegeben gegen die Franzosen. Ne? Auch schön. Da haben wir keine Chance gegen. Ja, Bilanz ist gerade super mit Geld. Die sammeln wir vielleicht auch mal gerade. Das macht vielleicht Sinn. Ja, das ist alles jetzt nicht so wichtig. Nachbarbonus. Ja, das sind alles so Sachen, wo ich mir frage, was bringt uns das, ne? Ja, lass laufen. Wenn's Geld klingelt. Sonst bringt's ja alles nichts, ne? Das bringt uns alles auch nichts. Das auch nicht. Stabilität ist total mies. Handelseffizient, Handelsreichweite. Und das andere wäre, erhalte eine markante Liste. Guck, machen wir das. Das müssen wir noch steigern. Machen wir auf 0 und können wir ins Plus steigern. Das sind Kriegsmüdigkeit. Müssen wir auch senken. Machen wir auch. Mehr geht nicht. So, das ist auch die Kirche, die ist doof. 4, 6, 3, 3, 2, 3. Wir sind Toleranz. Ah, Kontrolle der Kirche, der Papst antwortet an nur Gott. Alles klar. Soldaten. Haben wir 0 Einheiten, 6 möglichen, auch nicht so dolle. Ne, Einheitenlimit ist hier oben, 2 von 12, okay. Das waren die Schiffe, aber wir haben ja keinen Zugang zum Meer. Das ist auch schade, ne? Ja. Nur zwei Truppen, die wir haben, können wir jetzt mal zusammenziehen gerade. Die hatten wir noch ausgehoben, ne? Den können wir dann auch vereinen. Bringt nicht viel, aber ist halt sowas. So haben wir wieder gesehen, dass das alles nichts bringt. Ja, da wir auch keinen Entdecker haben oder so, haben wir auch keine Chance, irgendwas zu machen, ne? Hier geht auch keiner. Da passiert auch nichts. Ich bräuchte den oder den, ne? Ich glaube diesen hier vor allem. Ne, der ist fürs Meer. Ich glaube, der ist fürs Land. Conquistador. Tja, schade. Schade, schade, schade. So, bringt uns also alles nichts. 8,87 Geldscheffeln. Da an den Tilgen brauchen wir nicht, das ist wenigstens etwas. Inflation senken können wir nicht, nicht genug Geld. Also mal hier, Berateplatz frei steht da, ne? Speichert gerade. Umkämpfte Nachfolge. Also ein Anführer, ne? Dann machen wir den wenigstens. Und, ja, der kann ja sogar ein bisschen was. Waffenruhe wird bald enden, ist auch klar. Ja, dann würde ich sagen, soll es aber auch für die Folge wieder reichen. Wir haben wieder gesehen, Kriege bringen nicht so viel. Vor allem mit so einer kleinen Nation, da muss es schon eine große Nation sein. Oder große Verbündete haben, aber Verbündete geht nicht, also bringt das nichts. Ja, dann recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.